genial, freut mich mega, dass ihr wieder in Wienerswald gelandet seid. Dafür geht schon mal ein Kuss an euch auf jeden Fall raus. Und ja, heute gibt es wieder Flohmarkt-Action. Ich bin auf einem Flohmarkt nach Sindelfing gefahren. Das war schon vorletztes Wochenende. Ich hatte die Aufnahmen halt noch und wollte sie euch auf jeden Fall zeigen. Es sind sehr spannende Aufnahmen dabei, weil ich mir gedacht habe, ich habe was gefunden, wo ich nicht zuordnen konnte. Und dann wollte ich euch fragen, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Und ich werde natürlich auch wieder die Preise rechts oben einblenden von manchen Dingen, wo mich persönlich interessieren. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend. Wenn ja, könnt ihr dafür gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und jetzt genießt die Aufnahmen. Kuss geht raus an euch. Ciao. Viereckigen Teller. Ja. Würde ich ausrichten dann hier. Gibst du ihr mal schon die Lasche, bitte? Wem? Da? Der Dame in den Informationen. Was soll hier eine DVD kosten? Für die hätte ich noch gern 2 Euro. Ja, es war nicht leicht. Ist Mutter zum Thema. Das Brothers and Sisters, da würde ich 1,50. So. Cool. Tschüss. Tschüss. Danke. Und für die Harry Potter hier? Ein 10er hätte ich gern. Für alle drei? Nee. Ah, für eine, okay. Ja. Nee, ist ja immer Hörbuch, gell? Ja, genau. Wenn sie 3 nehmen, würde ich sagen, wenn sie alle 3 nehmen, dann 25. Ja, nach Harry Potter schaue ich mich natürlich auch immer um, aber leider war der Preis hier ein bisschen zu hoch, deswegen bin ich weitergegangen. Nein, ist kein Silber. Ein Silber ist kostet 500. Ja. Da hätte ich sie schon gekauft. Ja, ja. Hast du halt keine Ringle dabei? Nein. Was soll da ein Puzzle kosten? Wenn wir denn? Die Puzzle kostet ein Stück 3 Euro, sind ziemlich groß und die sind auch vollständig. Gell? Okay. Also die sind zugeklemmt, sind alles von mir gemachte und sehr schwer zum Beispiel. Auch sehr, sehr schwer, weil es fast die gleiche Farbe ist überall. Und was aber toll ist, ist das 2000er unten. Das ist mega. Mhm, das überlege ich mir dann noch, okay? Wenn sie mehr nehmen, kann ich genau, noch ein bisschen Preis runter. Ja, alles klar. So, dann machen überlegen wir Sie sich. Bitte. Die kriegen jetzt 4 Euro zahle ich. Was soll der gute Mann kosten? 8. Könnt ihr auch anmachen? Ja, ja. Probieren Sie es? Da. Oh ne. Bitte was kaufen. Oh, ich will mir was kaufen. Hä? Soll deine Figur kosten? Wie viel nehmen Sie denn? Die 3. Eventuell die. Da war schon einer da, der hat eigentlich die Strickregel, also, aber 8 Euro möchte dafür. Bin ich leider viel zu weit weg mit dem Quatsch. Wie zu teuer? Nee, das Problem ist, ich kenne mich auch zu wenig damit aus, das ist das Problem. Ja, das sind halt, na, wenn Digimon kaufen, müsste das sein. Wenn sie neu kaufen, sind die auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ja, das weiß ich ja. Aber das sind Digimon und das ist jetzt nicht so meins. Ich weiß, das ist halt auch kein Alter drauf, leider. Ja, der Robin kriegt. Ja, sind schon auf jeden Fall schon 30 Jahre alt, mindestens. Nein, 30. Nein, nicht ganz, ja. Der kriegt mit 10. Ja. Aber wissen Sie was, ich überlege mir das, laufe eh noch mal eine Runde dann nachher. Ja, aber wie gesagt, der hat ein starkes Interesse gezeigt, gell? Der hat auch gesagt, komm mal vorbei. Das können wir machen. Ja. Hinter drinnen muss was liegen. Da machen sie ein gutes Geschäft damit. Und so ein, zwei Teurer verkaufen. Ich danke. Ja. Das langt da vollkommen. Ja, da kommt es dann aus. Oh, es geht so. Mit dem leider noch gar nicht. So, und dann sind wir endlich mal fündig geworden auf dem Flohmarkt. Ja, ich bin zwar fündig geworden, aber ich weiß dann trotzdem noch gar nicht, was ich da mitgenommen habe. Deswegen wollte ich euch fragen und ich bitte euch auch darum,
die Kommentarfunktion zu benutzen und mir vielleicht irgendwie Tipps geben, vielleicht einen Wert, einen Hersteller oder einen Herstellerjahr mir zu nennen. Das wäre echt mega, weil ich habe über die Figuren überhaupt nichts gefunden, habe sie auch nicht bei eBay gefunden oder sonst irgendwas. Ich zeige sie euch mal. Ja, sehen ziemlich strange aus, aber meiner Meinung nach müsste das Digimon sein. Kann man auch in mehrere Variationen umbauen und so. Also ich denke mal, es sind immer zwei Figuren in einer. Ich zeige euch noch die anderen zwei. Also komplett strange. Aber für mich waren die hochwertig. Ich habe mir gedacht, komm, riskier ich mal was. Sie sehen auch nicht so schlecht aus, bis auf die hier jetzt vielleicht. So, und dann die letzte. Ich hoffe, man erkennt alles ganz gut auf der Kamera. Und jetzt, wie gesagt, ich bitte euch, helft mir in der Kommentarfunktion, wenn ihr dazu Infos habt, würde mich echt mega freuen. Danke euch und jetzt genießt das Video voll weiter. Ich muss gerade hier selber über mich schmunzeln, wenn ich das Video angucke. Ich frage mich, warum ich einfach nach dem Preis gefragt habe. Aber naja, keine Ahnung, ich bin eigentlich ein absoluter Spielefan, hätte es auch selber, glaube ich, gespielt, das Spiel. Aber naja, ich habe einfach nicht nach dem Preis gefragt, bin weitergelaufen. Egal, passiert. Entschuldigung, was soll das kosten, die beiden? Anna, deine. Beide. Beide Spiele. Also das ist ein komplettes Starter. Das hier ist komplett Bauernhof. Mit dem Stift. Alles komplett, ganz neu. Und das ist ohne Stift. Muss ich Ihnen jetzt sagen. Das war schade, aber... Ja, der Stift ist meistens, dass man... Meistens hat man ja einen Stift und kauft dazu. Ja, ich weiß, ja. Und da ist nur... Da ist nur ein, das hat sie geschrieben. Alles ist dabei, nur ein einziges, ein Punkt fehlt. Alles klar. Alles andere ist komplett. Und für das 10 Euro. Und das andere? Und fürs andere, wenn sie das andere auch mitnehmen, dann machen wir 25 Euro. Haben sie alle okay, das überlege ich mir dann noch. Das dürfen sie überlegen, sie wissen, was die kosten. Genau, ja klar, auf jeden Fall. Und der Preis ist also wirklich. Nee, normalerweise kosten die auch viel, deswegen. Alles die in Ordnung. Auslaufen. Alles klar, danke. Nee. Alles gut, Spaß. Ja, alles gut, alles gut. Okay. Dann machst du den Koko drauf. Und eine CD, was wollt ihr da? Unterschiedlich, 1 Euro oder 2 Euro. Gerade die hier? 2, genau, sind schon drin. So, jetzt gucken wir uns diese drei hübschen Figuren noch ein bisschen genauer an. Wenn ihr Infos habt, einfach die Kommentarfunktion benutzen, würde mich echt mega freuen.
Ich hoffe, euch reichen die Aufnahmen so. Gut. So, jetzt habt ihr gerade diese hübschen Figuren nochmal von näher gesehen. Wenn ihr Infos habt, einfach die Kommentarfunktion nutzen, würde mich mega freuen. Und ja, ich bereue es halt eben mega, dass ich das Siedler von Katar nicht mitgenommen habe oder wenigstens nach dem Preis gefragt habe, weil ich bin selber so ein Spielefan, deswegen hätte mich das eigentlich in meiner Sammlung oder ja, vielleicht in der Sammlung mal eine Weile aufheben, mal selber zocken, mal dann vielleicht weiter vertauschen oder verkaufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall bereue ich das, dass ich danach nicht gefragt habe. Aber falls euch die Aufnahmen trotzdem gefallen haben, lasst dafür gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt noch einen schönen Abend. Kuss geht raus an euch. Ciao.